Essenz des Stückes ist die Frage, wie wird Schuld und Schuldgefühl, wie wird Gewalt und Rache von Generation zu Generation weitergegeben? Warum kommt man so schwer raus? Es scheint ohne entrinnen zu sein. Warum ist das so? Und was ist mit der Sehnsucht nach Liebe? Kullervo, der ist getrieben von Schuldgefühlen. Er hat ja die Fantasie, dass er im Grunde genommen der böseste Mensch auf der Welt ist und an allem Übel um ihn herum schuld ist. Wir kommen eigentlich immer mehr dazu, nicht jetzt in einem Gewaltexzess das auf der Bühne auszubreiten, die Gewalt, sondern Menschen zu zeigen, die gewalttätig werden, wo es eigentlich ganz furchtbar ist, dass die gewalttätig werden, also Menschen wie du und ich. Und zu spüren, dass auch der gewalttätigste Gewalttäter Momente hat, die voller Sehnsucht sind und voller Gescheitertsein und voller Verzweiflung. Und ich finde das auch in der Musik von Salinen ganz wunderbar, dass er widersteht vor dem großen, ultimativen Gewaltexplosion in der Musik. Die Musik ist teilweise sehr eingängig. Das Publikum wird emotional ungeheuer mitgenommen. Teilweise auch fast abweisend und kalt, halt wie es der Stoff gerade erfordert. Sehr farbig instrumentiert alles, es ist großes Orchester, eigentlich ein ganz normales Opernorchester mit relativ viel Schlagzeug. Es ist nicht ganz einfach, das Stück in eine andere Sprache zu übertragen. Das Finnische ist ja doch eine sehr spezielle Sprache, verwandt dem Ungarischen, wie man immer sagt, ich kann das nicht beurteilen, und zeichnet sich dadurch aus, dass es praktisch sozusagen immer volltaktig beginnt. Also es gibt keine Auftaktsilben. Und im Deutschen gibt es deren viele. Man muss also versuchen, das einigermaßen in ein Gleichgewicht zu bringen, ohne die musikalische Faktur des Originals zu zerstören. Wichtig, glaube ich, an dieser Oper ist, dass es mehrere Brüche gibt, um sozusagen den Lauf der Oper zu stoppen und zwischendurch eine Geschichte auf einer anderen Ebene zu erzählen. Das ist also der erste Sound, mit dem es losgeht sozusagen. Dann gibt es einen Synthesizer aus den 80er Jahren, dass so ein Instrument in einer zeitgenössischen Oper verwendet wird. Das ist eigentlich das Besondere und dass es nicht ganz so einfach war, im Jahr 2011 ein voll funktionsfähiges Gerät dieser Art aufzutreiben, ohne die wir die original verwendeten Sounds, die speziell hergestellt wurden vom Komponisten, gar nicht hätten verwenden können. Also die Aufgaben der Tonabteilung im Opernbereich sind erstmal eine ganze Reihe Serviceaufgaben, die nenne ich ganz bewusst zuerst, weil die Darsteller, der Chor, die Bühnenmusiker doch sehr angewiesen sind, dass man ihnen hilft, den Dirigentenschlag zu sehen und das Orchester, die Musik zu hören für ihre Einsätze.
Außerdem ist hier speziell an unserem Haus eine sehr für uns wunderbare Aufgabe dazugekommen, dass wir Opern für CD-Produktionen aufnehmen. Das ist dann nicht einfach ein Live-Mitschnitt, der dann irgendwie zu einer CD gepresst wird, sondern das sind richtige Live-CD-Produktionen, die aber auf der anderen Seite die Spannung, das Knistern, das Atmen des Theaters hat, was eine Studioproduktion nie haben könnte. Das ist richtig gut. Das Erschrecken über Gewalt und die eigenen Anteile und dass Menschen, die Gewalt erfahren haben, Gewalttäter werden und wie schwer das ist, das zu stoppen. Und das würde ich mir wünschen, dass ein Zuschauer sich damit auseinandersetzt.